Ja, früher, da kam ein extra schicker Bus vorgefahren und hat die jungen Leute VIP-mäßig abgeholt. Längst aber ist auch da mehr Eigeninitiative gefragt. Immerhin gibt es aber eine HVV-Tageskarte, einen Plan und dann heißt es viel Glück bei der Jobtour 2022. Bei der Schülerinnen und Schüler Norderstedter Unternehmen besuchen können, um sich über ihren Traumjob zu informieren. Und das hier könnte so ein Traumjob sein. Zum ersten Mal ist Kappa mit dabei. Wer das noch nicht wusste, die Deutschlandzentrale der weltweit agierenden Sportmarke befindet sich tatsächlich in Norderstedt und ist eigentlich fest in weiblichen Händen. Heute bei der ersten Jobtour waren nur Mädchen dabei, junge Schülerinnen. Ist das typisch für Ihr Unternehmen? Ja, wir sind sehr, sehr, sehr viele Frauen bei uns. Wir haben viele weibliche Führungskräfte. Unsere Geschäftsleitung ist Frau Schmidt. Und von daher, ja, klassischer Traumberuf für meine männlichen Kollegen, die hier mit vielen Mädels zusammenarbeiten. Was Kappa vorstellt, ist die Ausbildung zum Groß- und Handelsmanagement. Das hat natürlich auch etwas mit Mode zu tun. So ist die Aufgabe hier bei der Jobtour, ein Fotoshooting zu organisieren, um so einmal in das Unternehmen hineinzuschnuppern. Die haben sich ein Model ausgesucht und konnten einmal schauen, was es so gibt an Kollektionen, an Klamotten. Und daraus sollten die halt irgendwas planen, vorbereiten. Was so zu den Models passt, was so zu uns passt, was so deren Motto ist. Hier in der Deutschlandzentrale wird die Kleidung zwar nicht hergestellt, aber designt. Dementsprechend vielfältig sind die Tätigkeitsfelder im Unternehmen, aber auch in der Ausbildung, die sich sehr individuell nach den Wünschen der Azubis richtet. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja sehr breit aufgestellt. Wir haben sowohl den Schuheinkauf, den Textileinkauf, die Buchhaltung, Marketing und den Vertriebsinnendienst und auch das Lager. Und jeder Azubi durchläuft eigentlich alle Abteilungen. Aber wenn der Azubi sagt oder die Azubine sagt, ja, ich möchte jetzt vielleicht noch mal länger ins Marketing oder länger in den Vertriebsinnendienst, dann ist das möglich und dann beachten wir das auch noch während der Ausbildung. Insgesamt haben in diesem Jahr 29 Unternehmen bei der Jobtour teilgenommen, um ihre Ausbildungsplätze zu präsentieren. Auch neu mit dabei ist der Glas- und Metallbauer Karmann. Und wenn man sich bei Kappa gefragt hat, wo denn die Jungs sind, hier sind sie. Metallbau, das ist einfach ein typischer Männerberuf. Was der echte Kerl dafür braucht, ist Kraft. Hat man Kraft, dann kann man ein toller Metallbauer werden. Ich habe die nicht, aber die brauche ich nicht, denn ich habe nur das Glück, alle Metallbauer behüten zu dürfen. Denn ich bin hier Geschäftsführer von Glas und Metallbau und bin diejenige, die am Schreibtisch die Fäden zieht. Was habt ihr euch ausgedacht für die jungen Schülerinnen und Schüler? Ja, wir haben uns ausgedacht, dass wir denen ein paar Einblicke in die Aluhalle geben, wie man mit Alu arbeitet, was man da so fertigen kann. Hier im Metallbereich haben wir das Schweißen gezeigt, dann haben wir Würfel für die vorbereitet, wo sie selber bohren durften, die sie auch mit nach Hause nehmen konnten. Und auch das ist etwas ganz Besonderes, denn mitmachen kann jeder. Mit Abitur oder auch ohne irgendeinen Schulabschluss, Karmann ist das egal und organisiert die passende Ausbildung um den jeweiligen Azubi herum. Erstmal gucken sie sich alle an und denken, oh mein Gott, für mich ist alles neu. Was für Metalle gibt es? Welche Hallen gibt es? Was kann man damit machen? Da holen wir alle auf der gleichen Ebene ab und coachen sie, wenn sie das brauchen. Oder wir lassen sie laufen und sagen, Mensch, du hast so viel handwerkliches Geschick, du kannst auch schon mal alleine eine Kleinigkeit machen. 280 Schülerinnen und Schüler haben sich in diesem Jahr die Jobs, die Ausbildungsplätze angesehen. Und hatten da die Wahl zwischen 45 Ausbildungsberufen. Dazu kommen dann noch duale Studiengänge. Und da war irgendwo wirklich für jeden was dabei. Wer nämlich gar nicht weiß, wohin das einmal gehen soll, der wird dann eben Fachkraft für Bäderbetriebe. Damit ist wohl offensichtlich alles machbar. Damals in meiner ehemaligen Klasse waren viele dabei, auch die sich entschieden haben, in die Bundeswehr zu gehen. Es waren viele Kampfschwimmer dabei oder Kampftaucher. Zwei Leute waren dabei, das fand ich immer ganz witzig, die haben sich entschieden, auf die AIDA zu gehen und sind dann Animateur geworden und bereisen jetzt von Hamburg nach Teneriffa und bespaßen da die Gäste und haben da tierisch Spaß dran. Der Job ist vielseitig mit vielen Möglichkeiten. So kann noch ein Studium nach der Ausbildung gemacht werden und dann geht das Richtung Leitung eines Schwimmbades. Oder auch medizinische Anwendungen könnten eine Möglichkeit sein. Und ganz wichtig, perfekt schwimmen ist übrigens keine Ausbildungsvoraussetzung.
Nein, das ist tatsächlich ein Irrglaube. Das haben wir ganz oft. Ich bin ja auch immer dabei bei den Bewerbungstests. Da ist auch ein praktischer Teil mit dabei. Und dann haben viele Auszubildende, die dann, oh nein, und da war ich schlecht abgeschlossen. Kein Problem. Also wir möchten denen auch, wenn sie bei uns anfangen, was beibringen. Also einem perfekten Schwimmer kann man dann nichts mehr beibringen. Der langweilt sich dann die 3 Jahre in der Ausbildung. Die Jobtour der EGNO ist so vielfältig wie schon lange nicht mehr. Das lag vor allem an Corona. In den letzten 2 Jahren wollten und konnten viele Unternehmen nicht teilnehmen. In diesem Jahr aber hat es endlich wieder geklappt mit dem großen Angebot und den vielen Ideen für den Start ins Berufsleben bei der Jobtour 2022.